Herzlich willkommen hier am Standort Altstätte vom Gesundheitszentrum Westmünsterland. Wir machen heute eine kleine Baubegehung mit euch, damit ihr schon mal einen kleinen Eindruck bekommt, was hier demnächst entstehen wird. Hier befinden wir uns jetzt im Eingangsbereich und Empfangsbereich des Gesundheitszentrums. Das heißt, hier wird demnächst ein Tresen entstehen mit ein paar Sitzmöglichkeiten, damit ihr euch auch gemütlich hinsetzen und entspannen könnt nach eurem anstrengenden Training. Das hier wird der Trainingsbereich für euch werden mit den Milon-Geräten, mit dem Q-Zirkel, Five kommt hinzu und auch hinten im Bereich wird ein Krankengymnastik am Gerät-Parcours aufgebaut werden. Hier links in der Ecke, ganz versteckt und noch im Rohbau, befindet sich zwei Physiokabinen, dass ihr auch dort physiotherapeutisch behandelt werden könnt. Einmal nach oben in den ersten Stock. Vorsicht, fall nicht, hier ist kein Geländer. Wir laufen einfach mal eben durch. Moin. Hier befinden wir uns jetzt in der Physiotherapie, im Physiotherapiebereich. Das heißt also, ich stehe jetzt gerade vor einer Kabine der Physiotherapeuten. Wir haben hier oben noch vier weitere Kabinen plus einen Aufenthaltsraum für den schönen Wartebereich. Und der Aufgang hierhin, damit wir nicht durch den Großraum müssen, den wir euch nachher zeigen, der wird gerade draußen noch gefertigt. Da schwenken wir gleich auch einmal hin. Hier befinden wir uns jetzt auf dem sogenannten Laubengang, also dem Gang, der zur Physiotherapie führt. Der Haupteingang der Physiotherapie findet sich dort. Wir laufen hier quasi jedes Mal am Kursraum entlang. Das heißt, ihr könnt jedes Mal schön sehen, wie andere schwitzen, während ihr zu eurer Behandlung geht. Die Treppe führt jetzt oben in den Saunabereich. Hier befinden wir uns jetzt quasi in dem Ruheraum, der ist zweigeteilt, einmal mit der schönen Fensteraussicht etwas tiefer und hier wo ich stehe, der etwas höher gelegene Ruheraum. Gegenüber findet ihr einmal die finnische Sauna und hinter uns ist die Bio-Sauna zu sehen. Wenn wir den Gang weiter entlang laufen, kommen die Umkleidekabinen, Duschen und die WCs für diesen Bereich. Hier befinden wir uns jetzt im Kursraum, das heißt also hier wird eine große Spiegelfront aufgebaut werden mit dem Blick zu den Teilnehmern, mit genug Platz für Material und alles, was in einem Kursraum benötigt wird. Das ist ein sehr alter Tresorraum von Paul Schröder, weil hier früher mal sehr wahrscheinlich eine Bank drin war. Ein sehr großes Unikat. Sehr schwer.